Der erste Wettkampftag des Judo Grand Prix im mexikanischen Cancun wurde zur Glanzstunde der Paula Pareto. Die Olympiasiegerin von Rio zeigte sich in prächtiger Verfassung und zog ins Finale der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm ein, um sich dort der Portugiesin Catarina Costa zu stellen. Es wurde ein Kampf ganz nach Pareto-Art, mit beeindruckender Entschlossenheit und Kampfgeist. Pareto heimste zwei Vasari-Wertungen ein und hielt Costa in Schach. Die Argentinierin war nach ihrem Sieg hoch zufrieden. Ich bin sehr froh, denn die Wettbewerbe, die für die Olympia-Qualifikation zählen, haben ja gerade erst begonnen. Dieses Ergebnis ist großartig. Für mich war es ein tolles Turnier hier. Es war eine Ehre, vorher bei den Olympischen Spielen der Jugend in Buenos Aires als Botschafterin dabei zu sein, gemeinsam mit Ilias Iliadis. Ich habe mich sehr gefreut, die olympischen Werte mit den jungen Sportlern teilen zu können. Das hat mich unheimlich stolz gemacht, so Pareto. Nada, lindo estar con los chicos, hablar un poco de los valores olímpicos con ellos y darles nuestra visión de más grande. Im Vergleich zur Olympiasiegerin ist der Niederländer Tonike Chakadua noch ein Frischling. Aber bei seinem ersten Grand Prix-Erfolg in Cancun ließ der 22-Jährige erkennen, weshalb ihm die Zukunft gehört. Er schlug Lyka Mkaitse im Finale der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Chakadua gewann durch einen Ippon kurz vor Schluss und war voll des Lobes für seinen Finalgegner. Er hat einen tollen Kampf abgeliefert. Ich habe einen Shido kassiert, dann noch einen und auch einen Vasari. Ich musste etwas riskieren. Ich habe ihn also am Gürtel gepackt und mit meiner Hüfte ausgehebelt. Ich habe nie gedacht, dass ich hier gewinnen könnte. Das ist ein tolles Gefühl. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Mit Rafaela Silva ist bei wichtigen Wettkämpfen immer zu rechnen. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm hat die Brasilianerin bereits Gold bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften geholt. In Mexiko kam ein weiterer erster Platz hinzu. Im Finale der Männer bis 66 Kilogramm machten zwei russische Judoka den Sieg unter sich aus. Aram Grigorian bezwang Michael Puljaev per Ippon. Ana Pérez Box ließ in Cancun ebenfalls aufhorchen. Die Spanierin gewann Gold in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm. Sie setzte sich im Finale gegen Agata Perenc aus Polen durch. Und zum Schluss blicken wir auf eine der großen Überraschungen des ersten Wettkampftages. Lenin Preciado holte bei den Männern bis 60 Kilo Bronze. Eine Medaille für die Geschichtsbücher, denn nie zuvor stand ein Judoka aus Ecuador bei einem Turnier der Welttour auf dem Treppchen.